Hi und herzlich willkommen bei Stoppitopia Zuckerfrei. Heute möchte ich euch ein super schnelles und einfaches Rezept für eine Low-Carb-Süßigkeit zeigen, für die ihr nur 3 Zutaten benötigt und die so lecker ist, dass sie wirklich süchtig machen kann. Ich nenne sie einfach mal Quarkpralinen. Und zwar gebt ihr für die leckeren Quarkpralinen einfach 250 Gramm Magerquark, 30 Gramm zu Puder gemahlenes Erythrit und optional, wenn ihr mögt, noch ein wenig Vanilleextrakt in eine Rührschüssel und rührt alles zusammen glatt. Für ein wenig Variation und andere Geschmäcker könnt ihr hier natürlich echt kreativ werden. Ein wenig Kakaopulver, Zitronensaft und Abrieb oder auch Orangenöl beispielsweise kommen hier auch richtig gut. Nachdem ihr dann jedenfalls alles miteinander verrührt habt, nehmt ihr euch nun so eine Pralinen-Silikonform und streicht eure Magerquarkmasse dann in die Form. Bei mir hat die ganze Menge ungefähr für 1,5 Silikonförmchen gereicht. Die Silikonform gebt ihr dann in die Tiefkühltruhe und lasst eure Pralinen dann darin zunächst komplett einfrieren. Nachdem eure Pralinen dann gut durchgefroren sind, bereitet ihr euch nun am besten ein Backpapier sowie 100 Gramm geschmolzene Zartbitterschokolade mit einem Kakaoanteil von mindestens 85% oder alternativ auch Low-Carb-Schokolade vor. Ja, und dann werden die eingefrorenen Quarkpralinen einfach mit der Schokolade überzogen und zum Festwerden auf das Backpapier gelegt. Aufgrund der eingefrorenen Pralinen geht das Ganze natürlich super schnell. Wenn ihr nur einen leichten Schokoladenüberzug haben möchtet, dann könnt ihr die Schokolade übrigens auch sehr gut zusammen mit ca. 20 Gramm Kokosöl schmelzen. Dann funktioniert übrigens auch das Überziehen mit der Schokolade noch einmal ein wenig einfacher. So, ich habe nun jedenfalls alle meine Pralinen mit der Schokolade überzogen und sie ein wenig liegen lassen, damit die Quarkfüllung auch wieder auftauen kann. Und jetzt ist es natürlich an der Zeit, diese leckere Low-Carb-Süßigkeit zu probieren. Ihr könnt mir wirklich glauben, dass sie einfach nur wirklich hammermäßig lecker schmecken. Probiert es auf jeden Fall gern auch einmal aus und berichtet dann mal unten in den Kommentaren, wie euch diese schnell gemachte Nascherei geschmeckt hat. Das Rezept könnt ihr wie gewohnt auf meinem Blog www.staupitopia-zuckerfrei.de nachlesen. Einen Link dazu findet ihr unten in der Infobox. Schaut auch gern beim nächsten Mal wieder rein. Bis dahin, macht's gut!